Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Dictable Alpha 17 mit der Blood Moon und meiner Wenigkeit Kuckuck. Hallöchen. Jo, lassen wir es mal bumsen, ne? Jawohl, hau rein. Ich überlege nur gerade, ob ich unten oder zuerst oben. Ich mach zuerst mal unten. Falls ich treffe. Haha. So. Ja. Ach du heiliges Lieschen, ich habe die Detonation überhaupt nicht gehört. Ich auch nicht. Ich habe noch 1,03 FPS. 1,01, 0,75. Wow. Jetzt höre ich Detonation. Wow. Okay, Standbild. 0,5 FPS. Wow. Okay. Das war der biggest Wumms ever in der Alpha 17 bisher. Ja, irgendwie schon. Okay, jetzt geht's langsam wieder hoch. 3 FPS. 5, 7, 11, 17. Alter Falter, hat das reingehauen. Wow, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Krass. Ja, das nennt man mal Detonation, ne? Das waren ungefähr 60 Stänkchen. Also 60 ist vielleicht minimal zu viel. Aber es sieht lustig aus jetzt hier irgendwie. Ja, so sehr zerklüftet, ne? Ah, jetzt müssen wir hier die eine Seite noch etwas mehr wegsprengen. Ich glaube, die machen wir zuerst, damit wir wieder ungefähr auf eine Höhe kommen. Sonst kommen wir etwas schief. Erstmal hier die Ränder. Sind ja wichtig. Tortenheber, ne? Genau. Dann geht's auch schon wieder mit dem Tortenheben los. Also. Dann haben wir ungefähr ein Drittel, je nach Größe, weniger Arbeit. Weil der Rest freiwillig aufgibt und sich fallen lässt, nicht? Richtig, so sieht's aus. Hoffe ich doch. Wenn das jetzt beim Stein nicht funktioniert, so wie beim Sand, dann gucken wir blöd aus der Wäsche. Dann hätten wir ein Problem. Das geht bestimmt. Ich will's hoffen. Ja. So. Ich bin da ganz optimistisch. So, da haben wir schon. Da muss noch weg. Da noch. Ja. Da noch. Ich gehe aus dem Gefahrenbereich raus. Schippi. Da noch und da noch. Dann mache ich jetzt mal Kalabum. Jips. Leg los. Wow. Puh, alter Schawide. Also ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, es kommt mir vor, als wenn es langsamer und mehr FPS frisst als bei der Alpha 16. Jetzt mal ohne schon, Scheiß, ne? Hatte ich auch gerade so den Eindruck. Wir waren ja nicht so oft, unter 2, 3, 4 FPS oder habe ich das irgendwie schon vergessen? Nee. Und das waren jetzt nicht mal 60 Stänkchen, das waren jetzt gerade mal zwei Stacks. Ja. Wow. Wow. Okay. Aber ich kann jetzt mit dem Auge schon mal so ein bisschen Dings hier machen. Kosmetik. Dann kann ich nämlich schon mal die Blöcke weitersetzen. Richtung Bedrock. Oh, da sind wir etwas drüber gekommen, aber das habe ich ja fast schon kalkuliert. Dass sowas kommt, war ja voraussehbar. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Ups. Wir haben jetzt 33, noch 30 Block, alter Schabine. Da haben wir noch gar nicht mal so viel weggehauen, ne? Nee, sieht eindrucksvoller aus, als es in Wirklichkeit so ist von der. Ja. 30 Block runter ist noch ganz schön einiges an Material. Ich glaube, wir werden so ein paar tausend TNT draufballern. Ja. Glaube ich auch. Aber gut. Wenn es so ist, dann ist es halt so, ne? Ja. Das schmälert ja nicht den Spaß. Nö.
Das sieht aber schon krass aus. Oh, ich lasse die kaputten jetzt einfach kaputt sein und fertig ist. Ich repariere jetzt nicht immer jeden Block einzeln. Also die Zeit spare ich mir jetzt mal. Das kann dann der Praktikant machen, falls ich mal einen kriege. Hast du schon wieder einen angefordert? Was? Wer? Wo war? Hätte sein können. Wie ich? Nee, Ja, normalerweise ist Praktikant. Native immer der Praktikantin-Anforderer. Ah, naja. Hast du den schon wieder angefordert? So nach dem Motto hier. Ich habe Native quasi, ja, ich sag mal so durch die Blume mitgeteilt, dass es interessant wäre, wenn ihr seine Sprengkünste wieder walten lassen könnten. Ja, so durchaus, ja. Hast es also tatsächlich wieder geschafft, ihn ins Boot zu holen, eventuell. So schön. Ja, wobei, als ich ihn gefragt habe, war er gerade, ich sag jetzt mal, leicht ohne Schlaf. Schon einige Stunden auf dem Bein, sonst hätte er gerade mitgemacht. Dieser Tage, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen könnte sich da was ergeben. Klasse. Das ist schön. Weil, ich sag mal so. Ah, der Sprengmeister ist, der ist schon sehr gut. Ach, Genau, shit. und yippie, ein Upsi. Ja. Prinzipiell ist es ja so, dass es richtig in die heiße Phase erst jetzt geht. Vorher war ja nur Basebau und so, ne? So testen Ja. und hin und her. Ja. Und so akklimatisieren und ein bisschen leveln. Wir wollen ja nicht hier ganz extrem cheaten. Wir cheaten ja nur so ein bisschen extrem. Ein bisschen extrem ist gut. Genau. Und der Test war ja zumindest mal jetzt die Hordennacht 7. Anders verlaufen als geplant. Mit neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Oh, Benzin alle. Komm, tank. Kluck, 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 kluck. Genau, irgendwie fehlt das, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Man war es so gewohnt. So. Das ist so Hurra! ungefähr, als wenn Windows nicht mehr den Windows-Ton bringt, ne? Wie es seit ungefähr, weiß gar nicht mehr, 20 Jahren nicht mehr so ist. Das Genau. berühmte Tete. Ja, genau. So, jetzt habe ich wieder meine Stecks aufgefüllt. Ja, sieht schon ziemlich imposant aus, das Mäuerchen, ne? Da könnte Trump neidisch werden. Ja, er sollte So. sich mal was abgucken von uns hier. Ja, auf jeden Fall. Wenn er unbedingt seine Mauer bauen will, so ist es recht billig und bringt was. Und er kann einen Grund weiter anführen, das Ding bauen zu wollen. Es schützt gegen Zombies. Ja, genau, richtig. Also, wenn dann mal die Apokalypse kommt mit irgendwelchen genveränderten zombieähnlichen Strukturen, Kreaturen, dann hat er auf jeden Fall die sichere Wahl getroffen mit der Mauer. Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube nicht, dass die dann in Real Life sich durch Beton kloppen oder so. Könnte schwierig werden. Irgendwie habe ich aber hier leicht die Übersicht verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hier. Auch. Boah, so zerklüftet. Mein Monk. Dem Monk-Teil meines Ich glaube, Gehirns wir gefällt kriegen das hier noch ein nicht. Stück was mehr ab. Dem Monk-Teil meines Gehirns gefällt das nicht. Das ist Nee, irgendwie zu mir auch nicht. ungleichmäßig. Irgendwie Ja, sehr mir gefällt das unübersichtlich. auch nicht. Aufgrund der Textur. Die gehen aber weg wie warme Semmeln. Holy shit. Ja. Also ich glaube, ein Raketenwerfer wird jetzt auch nicht viel bringen. Da hättest du 250.000 Raketen drauf geballert. Ja, ist Ich halt glaube, die haben jetzt. den auch schlechter gemacht, irgendwie so habe ich so das Gefühl. Ja, und vor allen Dingen ist hier, ne, kein Wenn Sand. sie die ganzen Texturen hier alle irgendwie verändert haben, wie man das ja so sieht, ne? Dass man mit der Alpha 16 vergleicht, haben die garantiert auch die Gerätschaften irgendwie verändert. Das kann durchaus sein. Die Naja, Waffen. der Ogre ist ja schon extrem langsam da ab, außerdem baut er nicht mehr so viel ab wie in der A16. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Raketenwerfer auch nicht mehr so viel Wumms macht, sag ich mal so. Jo.
Und vor allem macht der Raketenwerfer bei Steinen eh nicht viel Sinn. Im Nee. Sand konnten wir noch eine Furche sprengen mit einem Richtig. Raketenwerfer, aber ich glaube, hier beim Stein wird das sehr schwierig. Geht nicht, ganz vergessen. Da kannst du so 100 Schüsse auf einen Block, bis der mal weg ist. Ja, genau. Ja. Da ist ja selbst die Eisenpickaxe noch effektiver. Stimmt, ja, genau. Habe ich die jetzt alle? Ist jetzt hier jeder bedient mit einer Stange? So, Hallo, ich habe irgendwie. hinten gesetzt. So. Hier noch, da. Okay. Hier noch. Da noch. So, jetzt aber. Auf zum 2,5 FPS-Spiel. Dass dieser scheiß Baum hier endlich mal fällt. Zeitlupe. Nee, noch schlimmer. Einzelbild. Ja. Daumenkino in Jetzt Zeitlupe. steht's. Alter Schwede. Jetzt steht's bei mir. Hab ich gar keine. Jetzt bewegt sich's mal wieder. Jetzt steht's wieder. Jetzt steht's wieder. Geil. Ein einziges Daumenkino. Und wie die sich da unten sammeln, die einen. Oh, jetzt habe ich auch da unten ein Loch in der Welt. Jetzt ist wieder zu. Ja, habe ich laufen. Jetzt Immer bei geht's dir? wieder hoch. Alter, es sind so 4, 5 Sekunden, die extrem heftig sind. Oh, wir haben schon ein schönes Loch. Also von der Größe her ist das hier. Mehr würde ich jetzt auch nicht gleichzeitig wegsprengen wollen. Aber irgendwas ist doch da faul. Das ist doch deutlich langsamer als in der Alpha 16. Ja, total. Meine Leitung ist ja jetzt nicht so viel langsamer als damals. Also, da hat sich nichts geändert. Und mein Rechner ist der gleiche. Also, jetzt nur für die, die es noch nicht wissen. Also, der Rechner hat sich nicht geändert. Die Grafikkarte ist die gleiche. Die Auflösung ist die gleiche. Die Grafikeinstellungen sind genauso. Also, Ja, es ist merkwürdig. prinzipiell Total merkwürdig. kommt es mir mindestens mal so wie 20, 30% weniger Performance vor. Ja, Warum absolut. auch immer. Ja. Vielleicht haben sie bei den Blöcken irgendwas Total selbst merkwürdig. geändert in der Programmierung, keine Ahnung. Ja, da hat man sich das Bein gebrochen. Hm? Hatte sich gerade so angehört, als ob du dir das Nee, Bein nee, nee. gebrochen hättest. Nee? 28 habe ich. Die hat nur gemacht. Die macht das halt mal gerne, Bei ne? mir hat es so und dann Echt? hat er gestöhnt. Ja, Nö. ja. Doch, doch. Ich habe ja keine Papierbeinchen. So schlimm ist die Lady jetzt auch wieder nicht. Ja, die macht immer so. Hat sich aber so Hörst angehört du? gerade, echt. Hier? Ja. Also für Fetischisten, die brauchen bei 7 Days einfach nur hüpfen. Wollte gerade sagen, Die kommen also. auf ihre Kosten. Oder mit einem Pick, mit einer Pickaxe auf Powerschlag. Ja, genau. So, für alle, die es noch nicht gehört haben, die 2,5 Leute da draußen, Achtung. Ich finde es schwachsinnig, aber. Das ist so Ja. lustig. Das ist Ähm, so lustig. also jetzt stell dir mal vor, man würde mit drei weiblichen Charakteren gleichzeitig buddeln und alle drei den Powerschlag in zeitversetzt, ne, benutzen. Ja, geil. Ja. Dann Schwierig. hättest du wirklich pornöse Sachen. Ja. Also für Richtig. die, die es dann nicht gewohnt sind, solche Töne zu hören, die würden dann wahrscheinlich leicht verstört von dannen ziehen. Aber hallo. Das hätte dann Vor allem, schon wenn du sauernd sowas wirst. von 10 Kämpferinnen auf dem Sportplatz oder so. Ja. Kugelstoßen, versteht sich. Aber richtigen alten Zehnkämpferinnen, weißt du, die Ja, oder ja. welche mit Lungenerkrankungen oder sowas. Die irgendwie nicht mehr krauchen können. Ja. Also die Kuchen, Torten, Heber, Dings da, Bums da müssen wir irgendwie noch verfeinern. Aha. Irgendwie sind wir hier noch zu viel auf Fläche. Hier ist aber so viel Eisen. Alter Schwede, hier ist voll die Eisenader, ne? Wenn man sie mal nicht braucht, dann stolpert man drüber. Sonst hätte man sie Das ist jetzt aber ewig immer so, gesucht. ne? Ja. Hier ist wirklich krass. Ist immer so. Wenn du was nicht brauchst, bekommst du es zuhauf. Wenn du es brauchst, ist es mega rar. So ist das Leben. Wie zum Beispiel Nägel. Ich habe neulich auch ganz viele Nägel gesucht. So, fertig? Hier muss noch.
habe ganz viele Nägel gesucht und habe Okay. mir gedacht, so, oh, dann kriegst du ja in Müll findest du Nägel ganz gut. Und wenn du so im Haushalt bist, manchmal sind die auch in Küchen drin und so. Aber Pustekuchen, war Ja, keine. und mit diesen Worten schließen wir die Folge. Wir wollen es ja kurz halten. Ach, Piff, Und Paff. wie es beim nächsten Mal aussieht, ob wir wieder 0,2 FPS haben oder 0,3, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Tschüss. Genau. Macht's gut. Tschüss.